Herzlich willkommen bei Gucken aus der Spalte mit uns. Der Simulator für alle einsamen Müllkramer. Ich bin Gargamel. Viel Glück. Oh, da hat's mir fast die Birnen weggezogen eben. Guter Gegner, tschüss. Sie kommt wieder, keine Frage. Ah, das Vieh sieht mich gleich. Ih, warum kommt denn so nah ran hier? Geh um. Geh weg jetzt! Okay. Vorwärts! Du müsst ja wohl von allen Newton Geistern verlassen. Und wie du siehst, wir können trotzdem rennen und so weiter, das hören die komischerweise nicht. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt in den Container rein, kann das sein? Mal. Nee? Noch kommt nichts? Okay. Was ich mir übrigens schon seit Jahren wünsche, ist mal ein richtig cooles Horror-Koop-Game. Oh, ah, kommt das Vieh, kommt das Vieh! Ah! Also eins, wo man sich richtig gruselt, aber eben zu zweit, meinst du? Genau, richtig. Ich glaube, ein Teil des Grusels bei solchen Games liegt auch wirklich daran, dass man alleine ist. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir uns dann plötzlich kaputt lachen über irgendwas, der ganze Horror dahin ist. Ja, das schon, aber erschrecken würde man sich ja trotz alledem. Das würde ich hoffen, ja. Mal. Achtung, nicht in den Bereich reingehen von dem Vieh. Hast du gerade eben in den Container gehüpft? Ja. Kannst du aber kommen hier. Alt schick. Schon wieder draußen. Du siehst hier links. Ist er jetzt plötzlich? Warum er jetzt plötzlich hier links ist, habe ich keine Ahnung. Bei ihm im Raum gibt es, soweit ich weiß, noch einen Gegenstand, den man holen kann. Aber es lohnt sich wirklich nicht, sag ich dir. Okay. Dafür sein Leben aufs Spiel zu setzen. Und wenn wir ihm zu nahe kommen, sieht er uns auch. Er ist halt so ein bisschen blind, der Kerl. Ich meine, wenn du richtig so eine Bedrohung hast, weißt du, wenn du zum Beispiel auch stirbst, wenn der andere stirbt, dann ist doch schon die Panik vorprogrammiert. Wirklich, so hier. Ja, die Frage ist, gibt's nicht so weit schon? Da konnte man... Was war denn das? War das Obscure oder so? War das nicht irgendwie zu zweit? Ja, ist halt, ist schaurig. Ich hab's ja mit, dem, wie heißt der? Jackie for you? Jackie Boy for you, wie auch immer, durchgespielt. Den ersten Teil. Bitte? Ups. Wow, der Typ geht echt richtig ab. Und es war schaurig. Aber wenn man sich irgendwie auch gegenseitig beistehen kann. Okay, es lag wahrscheinlich auch daran, dass man eben, also wir saßen ja nebeneinander auf einer Couch und haben es zusammen halt Hot Seat gespielt. Und da ist es weniger gruselig. Wenn man jetzt aber alleine wäre für sich, wie beispielsweise jetzt bei Dead Space 3, was ich ja mit der Disney gespielt habe. Das war so ein Ding, war viel gruselig an vielen Stellen, obwohl es natürlich sehr actionlastig war. Wenn man sich darauf eingelassen hat, war es gruselig, hat sich oft erschrocken. Meistens wenn irgendwelche Gegner herausgesprungen kamen. Ui. So, untersuch mal die Container hier kurz. Ein paar Container sind voll mit Müll, da kannst du nicht reinspringen. Okay, das ist der einzige hier, wo wir rein können. Das ist ja von außen schon. Das ist der einzige, wo wir rein können. Okay, gut, erzähl, was wolltest du sagen? Ich freue mich zum Beispiel auf Freitag der 13. Das könnte ein interessantes Game werden. Der ist auch zu zweit? Das ist ja quasi so wie unser Murder Maze. Einer spielt, Jason und vier Leute spielen Überlebende. Interessant. Kannst du dich mal da oben hinstellen und gucken, wann die kommen und wann sie gehen? Ja. Jetzt fahren sie alle gerade nach oben. Jetzt zwei. Ich bin hier hinten, siehst du mich? Ja. Du kannst da oben auf diesen Balkon gehen. Da kommt jetzt was von Hast oben. Den Balkon schon da gesehen? Kommt jetzt irgendwas? Ja, ich bin hier auf dem Balkon. Ganz kurz. Nee, ich meine, wo bist denn du eigentlich? Ach, da bist du. Nee, hier. Hier kannst du am besten sehen. Dann fährt die Kamera raus. Den Zipfel da, genau. Den Abstand hat der Kane immer sehr gut gemacht. Ich persönlich habe ihn nie gemacht. Okay. Warte mal. Wo ich am besten den an der Treppe hier zuerst, war? Genau. Komm mal, geh mal. Wenn er sich umdreht. Wann dreht er sich um? Jetzt kommt er. Jetzt. Weißt gleich im Bereich des anderen. Ja, das ist noch ein Vieh. Ja. Zwei andere okay, Viecher und die sind buggy und hängen ineinander fest und bewegen sich auch nicht. Ach nee. Ja gut, dann kannst du jetzt sagen, dass wir hier jetzt versagen aufgrund des Bugs.
Naja, wir können die Sie konnten sich lösen. Sie kommen jetzt beide in deine Richtung. Hast du geschafft? Okay, wenn es geschafft haben, dann kümmere ich mich jetzt doch drum. Oh, Scheiße! Ach, ich bin bereit wegzurennen! Das andere Vieh kommt. Oh, bleib mal da, bleib mal da. Oh, da kommt eins. Warte, bleib da. Geh ein Stück vor. Kleines bisschen. Jetzt hol dir das andere Vieh, geradezu. Alter! Vorsicht! Oh Gott. Da kommt eins. Jetzt, geh zurück. Ah, nein. Geh nach vorne. Jetzt geh raus, genau. Und jetzt geh weiter, hol's dir. Aha! Das andere Vieh kann ich nicht sehen, so richtig. Das ist hier oben, kannst du nachkommen. Aber wenn ich das Vieh jetzt nicht kriege, dann schaffen wir es nicht rechtzeitig zum Container zurück. Oh, hier ist eine Kiste. Oh. Hallo? Hallo. Usternak. Wo bist du? Gute Teamarbeit. Er kommt halt wirklich angewetzt wie ein Wahnsinniger. Wenn wir die Viecher alarmieren hier. Kaputt. Schafft. Also Freitag der 13. wäre auch was, das will ich auch so schon spielen einfach. Damals, also ich überlege gerade, basiert das Spiel dann auf dem alten NES-Klassiker oder wie ist das? Nee, das ist so ein bisschen quasi wie Evolve, aber halt dann eben mit Serienkiller und mit Maps, wo du dich dann auch in Schränken unter Betten und Co. verstecken kannst. Mhm. Wir haben gerade eben einen Emblem verpasst, das habe ich eben beim Türzumachen noch gesehen. Scheiße. Abend. Oh Gott, rennen wir. Aber du hast eben gesagt, dass der eine spielt ein Opfer und der andere spielt den Killer, oder? Einer spielt den Jason und vier Leute spielen die Überlebenden. Rutschen! Oh Gott, ich rutscht! Ah, scheiße. Ich konnte nichts sehen, weil die Kamera ständig hin und her gewurschelt ist. Aber es ist dann nicht mehr der Story quasi, sondern ein Multiplayer-Game. Das ist ohne Story dann, ja. Das wäre so ähnlich wie hier. Hier gibt es ja auch einen Versus-Modus, wo eben vier Leute spielen und einer ist der Usternak. Ah, okay. Was eigentlich ganz witzig ist. Es ist nur unglaublich schlecht zu steuern. Weil eben, stell dir vor, die Steuerung von den jetzigen Figuren wird noch schlechter bei den Gegnern, nämlich wenn du die Gegner steuerst. Okay. Ganz hampelige Steuerung ist das dann. Und rutschen. Das ist schlimm. Er fängt immer irgendwie ab, ich weiß auch nicht. Jacke! Meine neue Jacke! Das muss ich da hinten nochmal rutschen. Ein bisschen aufwendig machen. Obwohl ich auch schon sagen muss, dass sich unsere Murder Maze-Dinger auch schon sehr gruselig fand. Sehr gut! Ja, das stimmt. Da kam der Grusel einfach schon davon, was wir halt gemacht haben. Alter, hoch! Weil einfach schon der Verfolgungswahn extrem stark wird. Ich finde ja auch jetzt Minecraft, wenn du in der Mine unterwegs bist, du dich sehen lassen darfst und so, ist ja auch schon ziemlich gruselig. Ja, das stimmt. Ist auch, wenn du es alleine spielst, mit das, was einen am meisten abfuckt. Stimmt, weil du immer halt damit rechnest, dass irgendwo um die Ecke jemand ist. Jetzt sieht er uns nicht, guck mal, steht einfach bis da. Hallo! Dann holen wir ihn uns. So, außenrum müssen wir. Und nicht auf das Eis gehen, das macht Geräusche. Gibt es denn mehrere von denen? Bei den Usternacks? Ne, es gibt bloß einen. Ich hab irgendwie das Gefühl, es gibt mehrere. Es gibt tatsächlich nur einen, auch wenn er seinen Text quasi liest, ein Dokument. Ist das ein Söldner, der sich als einziger eben würdig erwiesen hat, den C-Virus gespritzt zu bekommen und mit ihm zu verschmelzen, in einer Weise, dass er ihm Superkräfte kriegt und seine Intelligenz noch bewahrt hat. So, jetzt muss ich nämlich, ich glaube, dieses Handy holen oder was auch immer das ist. Naja, das ist die Keycard. Die Tür. Achso. Noch kann ich nicht.
Könnte ich ihn nicht theoretisch die Viecher schwimmen auch um ihn herum? Das geht, also es geht zwar schon, dass du ihn weglockst, aber du überlebst es nicht. Er rennt dann sofort auf dich zu und killt dich. Oh Gott, ich muss auch A triggern, um ihn die Keycard aus der Hand zu reißen. Ah, schnell! Okay, hab sie. Findest du das, bist Karl? Ruhe, er wird sie hören. Bloß nicht. Funkstille. Und bloß nicht feuern. Hier drüben liegen übrigens noch ganz viele Sprengsätze, falls du noch brauchst. Sehr gut, folg mir. Wo sind die? Hier. Ach da, oh. Ganz viele. Ah. Au. Ah, kann ich nicht aufsammeln, warte mal. Dominiere kurz. Damit hättest du ihn bestimmt weglocken können. Hättest du legen können, sprengen und dann rennt er dahin. Ist gut möglich. Hab ich nie probiert. Auch nie nötig. Jetzt rufen. Jake! Das hört er, weißt du? Piep, piep! Na klar. Das kenne ich doch. So macht okay. Die Mikrowelle im Aufenthaltsraum. Jetzt wird's noch dümmer. Schnell drehen. Und durch da. Komm schnell! Ich hab meinen Fall! Ja, zum nächsten. Schnell aufmachen. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Oh. Und durch da. Zur nächsten Tür, mach die auf, los! Schnell drehen! Da kann ich nicht, weil die Sequenz gerade läuft. Läuft eine Sequenz? Das Ding geht so? Ja, ja, weil deine Videosequenz ist. Mach ich das, ist mir wurscht. Okay, mach ich das. Wird immer schwerer von Mal zu Mal. Klasse! Weiß ich zu schätzen! Weiß ich zu schätzen, voll gut. Das ist eine Arbeit hier, meine Hände tun weh. Ausschalten! Ich kann gerade nicht sagen, tut mir leid. Ich muss drehen. Ih, das dauert voll lange. Da kommt er! Ah! Heile Witzka. Aha! Spielzeug für die Dame des mittleren Alters. Und damit bauen wir jetzt einen Tunnel in den Usterloch. Wir müssen jetzt zurückkämpfen. Er schiebt und wir schieben. Ist das aus Eisen oder was? Du musst wackeln und ich muss drücken. Mit Timing. Oh, jetzt muss ich wackeln. Und du musst drücken, Vorsicht. Ja! Ja, weiter! Jetzt haben wir ihn. Muss ich wackeln? Weg mit dir! Hinfort, du Scherge! Ist so geil, dieser Schwachsinn hier, ey. Wir kämpfen! Haltet Stand! Oh, er hat's geschafft. Haltet Stand! Genau so, ja. Man muss ja am Ende einen anderen Knopf drücken, ne? Ja, ja. Hab ich auch fast verpasst den. Na also, wir haben's geschafft. Tür, Rohan! Ja, gerade so. Mein Gott. Feiner Gaudi. Und yippie, ist da am Wackeln. Yippie, Krawall und Remi. So weiße Balkon. Den ganzen Weg haben wir Tauzi gespielt mit ihm. Er war nicht stark genug. Ist das der Ausgang? Mittelmäßig. Ja, und wenn wir draußen sind, lasse ich uns abholen. Mein Team müsste in... Ja, in der Irrenanstalt werden wir abgeholt. Kraftet ja keiner, was hier passiert ist.
Oh, wohnt hier in der Weihnachtsmann? Der Treffpunkt. Hochzeit. Peter war ein einfacher Junge, aber der Wolf war böse. Da kam der Wolf. Da flog die kleine Peter. Und der große Peter ging zum Boden. Aua, aua, sagte Peter. Ja, keine Maske mehr. Aua, aua. Usanak hat dieselbe Haarpracht wie Donald Trump. Das sieht genauso aus. Die freundliche Frau mit den Drogen. Was machst du hier? Du bist also Wesker Junior. Wesker? Wovon redest du? Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Also ein wahnsinniger Narr? Er war außerdem dein Vater. Ein närrischer Wahnsinniger. Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht. Blutgruppe ABC, Tafkadaso EJV. So einzigartig ist das. Kriegst du gleich den Schuh ins Gesicht. Mit einem netten Danke. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich will was trinken. Wir hätten noch gute 6 Minuten. Gut, dann machen wir die 6 Minuten noch fertig. Und dann hole ich mir ein Wasser. Mit Cherry Birken und Jacke Muller. Jacke. Ach, die gute Jacke. Er war immer schon ein ganz besonderes Kerlchen. Früher hat er seinen Pippi Maxen immer mit Schokolade überzogen und den Kindern weiß gemacht, es wäre ein Schnupfenpferd. Ein Schnupfenpferd? Was ist denn ein Schnupfenpferd? Das muss der Jake fragen. Wow. Moment, ich mach grad noch auf Nahkampf skillen. So. Und dann lege ich es noch aus und dann bin ich bereit. Haha. Jetzt habe ich Nahkampfstufe 2, Verteidigungsstufe 3 und kritische Treffer. Im Stell gerippt. So. Ich bin nackend. Sehr kleiner Zeitsprung. Was ist denn so ein Riesenbett? Was ist das für ein Riesentasten? Ein Riesenpanel. Im Land der Riesen hier oder was ist hier los? Was geht denn jetzt hier ab? Die Yakuza sind auch da. Dieselbe Schlafanzughose an. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Aus welchem Grund auch immer er jetzt schon Shanghainesisch sprechen kann. Hä? Hätte er auch früher machen können, Ausbruchsversuche. Vielleicht haben sie jetzt nicht so viel ist er schon hier. So, das Schlimme ist jetzt, wir sind getrennt. Ich bin hier, in meinem kleinen Patientenzimmer. Und du lässt dich jetzt erstmal ein bisschen durchkämpfen. In der Zwischenzeit muss ich hier das Radio anmachen und Musik hören. Oh cool, Hard Rock. Plumps, da geht der nieder. Der, wo kommst du näher? Du bist am Fernseher. Guck Nachrichten. Bums. Mal zurück. Bums. Ach, ist das schön hier. Ich bin fast nackig. Ich auch. Aber ich bin eine Bibel. Entspannende. Na toll. Oh, jetzt muss ich rausgehen. Ich guck grad fern für Musik. Jetzt machst du für mich die Tür auf. Was ein Scheiß. Vielleicht seh ich dich jetzt auch nochmal nackt. Oh, hallo. Du siehst mich auf jeden Fall nochmal in meinem Outfit. Siehst du es gerade, wo ich bin? Ja. Na klar. Jetzt werde ich halt ganz verzweifelt versuchen, hier wieder rauszukommen. Mich zu finden. Ist auch ein bisschen Stealth, also man kann sich auch in Schränken verstecken, glaube ich.
Na denn? Zumindest muss ich das machen, um gut durchzukommen. Oh, allen Rums dahinter. Nach welchen? Okay, ich sag doch Campen, oder? Bei dem sagen, na gut, dann nicht. Bei dem sagen, nach welchem Konzept wählt ein Regisseur eigentlich aus, von so einem Spiel jetzt ein Regisseur, wann ich jemanden bekämpfen darf und wann ich mir eine beschissene Sequenz angucken muss, in der jemand bekämpft wird? Du warst mein kleines Paradies. Keine Ahnung. Was ist mit ihm hier los? Warum ist denn der so düster? Er hat eben immer selbst gekämpft. Warum ist denn der so düster, der Kerl? So, ich muss jetzt hier stealthen. Oh wow. Ich wusste, dass sie hier ist. Auch von Schusswaffen ist freigegeben. Ach ja, ich kann ja den. Ich kann ja. Guck mal, unser Hut ist anders. Zieh mal, unser Hut rechts unten ist anders. Ist ja auch nichts drin. Aber, na, weil wir jetzt diesen Kudos haben. Ist hier auf jeden Fall stealthen, aufpassen. Ich kann meinen Elektroschock auch aufladen, das hatte ich nicht mehr im Kopf. Ein Barfuß, schöner Teppich hier. Und dann ihr kleinen Kacke. So. Stellst du auch oder gehst du von Tal ran? Ich gehe hier voll in E-Mail ran. Stealth hier noch. Oh, der Herr hat ein Schwert, ja? Findest du dich jetzt cool damit, ja? So, so. Das ist der schlechteste Schütze auf der ganzen Welt, wisst ihr da, denke ich? So gut für dich. Okay, bisher komme ich hier gut durch. Ja, komm mal ran hier. Scheiße, noch zwei. Was stimmt denn mit euch eigentlich nicht? Was soll ich denn sagen? Seid ihr krank? Kann man euch helfen? Irgendwie seid ihr ganz schön durch den Wind, Freunde. Wie durch den Wind sind, ist das gut. Dann passiert uns sonst nichts. Schön, dass ich so viel huste gerade. Ich muss irgendwie immer meine Kehle säubern. So nicht, Freunde. Ich mache zwischendurch immer den Ton aus. Mute immer mein. Dingenskirchen heißt das Mikrofon. Der Herr schreit doch nicht so viel, Junge. Bringt aber nicht. Oh Gott. Steck dich. Ihr kleinen Schweine. Oh fuck. Oh nein. Oh nein, jetzt bist du hin. Wir haben noch keinen Checkpoint erreicht, wa? Hacke! Du musst den Code wissen, hast du den Code? Nee. Ah, fuck. Du musst jetzt irgendwo einen Code finden. Für mich. Irgendwie sechs Leute plötzlich auf mich zu. Gucken, ob der Typ jetzt wieder so duster ist. Was mein kleines Paradies. Zwei Testpersonen sind aus ihrem Quartier gekommen. Diesmal habe ich ihn. Der Gebrauch von Schusswaffen ist freigegeben. Ich wiederhole. Zwei Testpersonen sind aus ihrem Quartier entkommen. Sie dürfen die Anlage nicht verlassen. Der Gebrauch von Schusswaffen ist freigegeben. Ich wusste, dass sie hier ist. Das Lustige ist, ich kann gar nichts helfen. Kannst du nicht? Nee. Hast du schon von Anfang angegriffen oder wie? Ja. Ich muss komischerweise. Unter anderem eben wegen diesem Code, den ich da angeben muss. Meine Fresse. Jetzt ruhig hier. Ja. Konzentration würde hier gut tun. Heißt das so schön.
Rakete, die Treppe da oben. Jetzt läuft er weiter. Okay, dann laufe ich ihm nach. Hoch, 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 hoch. I know what you do there. Ja. Komm mal weg, du Arsch. Tschüss. Jetzt geh hier rein. Ganz vorsichtig und aufpassen, dass mich der eine Kerl nicht sieht. Komm. 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 Mein Gott, ist der lahm. Und hier habe ich jetzt, wie gesagt, einen Code. Neue Gegner kommen bei mir. Scheiße. Der Code sieht aus, also es sind verschiedene Symbole, die ich eingeben muss. Okay. Das eine sieht aus wie ein Omega-Symbol, dann gibt es ein Atom-Symbol. Okay. Wir müssen eben wissen, damit ich schnell reagieren kann. Stirb! Atom. Er hat ihn selbst angegeben, um mit zu dir zu kommen. Mach den Gay War, hat er gesagt. Er macht den Gay War mit mir. Komm schon, Stief! Ist du kacke oder was? Achso, hier müssen wir gleich nochmal hin zurück. Ah, das heißt, hier kommt gleich ein Kerl und wird den Code eingeben. Okay, Moment. Versteck mich. Na gut, dann erzähl mal. Wie war's bei dir drüben? Randale und jetzt ist Ruhe. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss, um weiterzukommen. Weil hier auch nichts ist. Eigentlich nichts. Ich muss zu dir kommen. Du bist nämlich im Nebenraum. Das Problem ist jetzt bloß, ich sehe den Code nicht. Ich müsste jetzt eigentlich warten, bis jemand kommt und den Code eingibt. Aber es kommt keiner. Wahrscheinlich, weil ich den Typen gekillt habe, den Code hätte eingeben können. Und Scheiß. Ich sehe auch nichts irgendwie, dass mir irgendwie was verraten würde. Wie komme ich denn jetzt da an? Jetzt muss ich hier selbst an den scheiß Ding garnieren. Mal rumklicken. Oh ja, ist derselbe Code nochmal. So, bin durch. Wie komme ich denn jetzt da oben an das scheiß Emblem ran? Da ist ein Emblem, an das ich nicht ran kann. Warte mal. Oh, oh, ja, ich werd beschossen. Das bin ich. Oh. Gut, schieß das Emblem weg. Hab ich. Sehr gut. Siehste, wo hast du den Raum jetzt plötzlich gefunden mit dem Überwachungskammer? Da bin ich die ganze Zeit schon drinne. Hättest du mir doch helfen können. Ich wusste nicht, dass man die Kameras umschalten kann. Ach so. Naja, haben wir trotzdem überlebt. So, ich bin im Umkleideraum. Kannst jetzt auch mit herkommen. Da sehe ich dich, ja. Aber da kann ich nicht schießen. Da ist die Kamera. Kannst du herkommen, ne? Nee, wo? Wie soll ich denn da hinkommen? Müssen wir uns nicht beide hier umziehen? Ich komme hier nicht raus aus dem Raum. Ich habe hier auch so einen Türcode. Ich komme auch nicht raus. Und kann den Code nicht benutzen. Weil ich kann nicht weiß, wie das ist. Atom? Atom, Omega-Atom. Was ist denn Atom von den Dingern hier? Das Ding hier? Atom, Atom? Nee, Atom, Omega-Atom. Okay. Atom, Omega-Atom. Cool. Ich bin jetzt hier in der Umkleide eingesperrt. Ich bin jetzt hier noch irgendwo im Nirgendwo. Ich kann mich hinsetzen und warten. Sitz auf der Bank. Ach ja. Und da höre ich dich rutschen. Du bist noch 4 Meter entfernt. Ja, da bist du. Na endlich. Ich sitze hier. Jesus. Das darfst du mich auch mal anschauen.
Seid doch mal professionell. Zieht euch doch mal aus. Das ist so ein Schulmädchen-Ding jetzt. Wo sind wir? China. Offensichtlich, aber wo? Warum? Keine Ahnung, mir egal. Ja, geh doch mal rum und guck also, dir die komplett erst an. Weggucken, ich bin kein Versuchs- erst weggucken, wer uns noch was angezogen hat und dann hinschauen, wenn sie nackig ist. Angetan. Einiges. Sie redeten davon, mit meinen Antikörpern den C-Virus zu verbessern. Oh nein. Was haben sie noch gesagt? Och Manu. Was ein Mist. Kennst du das tut mir leid. Albert Wesker? Was? Ich werte das mal als ja. Sie sprachen von ihm. Ihr seid übrigens wieder angezogen, ihr könnt euch auch angucken. Er hatte wohl einen Antikörper. Nee, sie hatte keine Hose an. Nee. Offensichtlich missbraucht. Unten drin ist noch zugig. Wusste sie nicht zu schätzen. Und wurde dann selbst zu einem Monster. Und ich dachte, wow. Er war ein Versager, der uns hängen ließ. Aber nein, nein, nein. Er war ein Verrückter, der fast die Welt zerstört hätte. Die Taten Ihres Vaters haben nichts mit Ihnen zu tun. Okay, aber mein Blut schon. Es ist der Grund, warum wir hier sind. Jetzt mal im Ernst. Glaubst du wirklich, Verrücktheit liegt nicht in der Familie? Dass nichts vom Wesen meines Vaters auch in mir steckt? Gerade du solltest wissen, was ich meine. Ganz offensichtlich steckt was in dir. Ich sag's dir. Das möchte ich auch schon. Woran liegt das eigentlich, dass bei diesen ganzen alles, Japano-Geschichten immer irgendwie so eine Familientragödie alles, mit drin ist? Er gibt jetzt wenigstens etwas mehr Sinn als vorher. Es ist immer irgendwie so, das ist dein Vater und wir sind eigentlich Geschwister und... Oh, naja, Familie ist für die Chinesen und für die Japaner immer noch ein ganz, ganz wichtiges Konzept, denn in der Familie ist das Zentrum des Lebens. Und dementsprechend ist jedes Familiendrama in irgendeiner Weise noch schlimmer, noch intensiver. Aber ist das wirklich... Quasi bei zu Hause soll eigentlich alles geordnet sein, harmonisch. Ich habe jetzt wirklich auch schon eine ganze Menge von so Japano-Games gespielt und immer ist irgendwie, konnte ich dir von vornherein sagen, gut, irgendwer ist von irgendwie mit Zerfader und es gibt einen Konflikt. Das ist schlimm. Und das bei Metal Gear ist das ja auch so, ja, wir sind eigentlich Geschwister und das ist eigentlich unser Vater und wir beide sind eigentlich auch Geschwister und das ist dein genetischer Vater und das ist so, boah, ja, ihr seid alle eine große Familie. So, dann beenden wir mal die Folge an der Stelle, weil ich muss pieseln und was zu trinken holen. Alles klar. Und nicht in diese Reihenfolge. Dann sag du was. Tschüss.